Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten Sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Akadneho? Missile Cat. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Wir brauchen mehr von diesen Symbolen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Gut gemacht, Ryder. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter.
Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Ich habe ein Kettlager gesichtet. Ich wette, da drin sind Kett. Lassen Sie uns aufräumen. Was hat das denn in einem Kettlager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die Kett Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Reliktsäulen voraus. Das könnte Ärger bedeuten. Noch mehr von Phoebes Relikttechnologie. Ich glaube, das war's. Ich empfange in unmittelbarer Nähe Signale von außen. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben.
Hauptstädte hat die Geißel angelockt, Pathfinder. Instabile Aktivität in der Nähe. Alle erwischt! Das nenne ich Teamwork. Gehen wir's an! Wir kommen durch! Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Alle erwischt! Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sehen Sie,
Dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Cap-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Dazu aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Wir brauchen mehr von diesen Symbolen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Da oben! Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert.
Das war's. Ich glaube, das genügt. Ihr Interfacing war erfolgt. Ein Landungsschiff der Kett! Ernst? Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit... Etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Bilde ich mir das nur ein? Oder tauchen die Kett wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen Eos, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Wir werden es hinkriegen. Ein Pathfinder genügt, um alles zu verändern. Aus dem See. Die Decke
Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wow, es bildet sich eine Brücke. Sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Ich habe gar nichts gemacht. Wie tief es da wohl runtergeht. Nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Phoebe. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen.